Der Einband ist fertig. Jetzt nehmen wir den Block und der muss da eingeklebt werden, um das Buch fertig zu machen. Dieser Punkt ist jetzt sehr, sehr wichtig, weil wenn man hier etwas falsch macht, kann man das ganze Projekt ruinieren. Dann ist das Buch, sieht dann hässlich aus. Ich habe viel Lehrgeld bezahlt, bis ich raus hatte, wie man das gut macht. Wie man das so gut macht, dass man richtig zufrieden sein kann. Also ich lege hier den Block in den Umschlag rein. Und zwar schön symmetrisch. Überall müssen die gleichen Abstände sein. Und er muss ganz innen sein. Er muss am Rücken anliegen. Da darf keinerlei Luft, keinerlei Spiel bleiben. Ruhig ein paar Mal mehr überprüfen, damit wirklich alles gut ausgerichtet ist. Symmetrisch, überall die gleichen Abstände. Jetzt sieht man auch schön, ob man vorher ordentlich gearbeitet hat. Wenn Abstände zu klein sind oder so, wird man das jetzt sehen. Aber hier ist jetzt alles gut gelaufen. Jetzt drücke ich das Buch auf den Tisch. Gut andrücken. Ab jetzt darf sich nichts mehr verrutschen. Der Block innen drin darf sich relativ zum Einband nicht mehr bewegen. Darauf muss man jetzt ganz gut achten. Genau. Hinterbiegen, weil jetzt kommt wieder der Kleber. Ich muss jetzt alles einkleben, ohne dass ich den Block verrutsche. Unter das oberste Blatt lege ich wieder ein Backpapier, damit ich nicht versehentlich am Rand dieses Blatt auf den, mit dem darunterliegenden verklebe. Jetzt brauche ich den breiten Pinsel wieder. Genau, da liegt er. So. Kleber. So. Wieder Leim nehmen. Buchblock festhalten und verstreichen. Unbedingt festhalten, damit er nicht verrutscht. Auf unterster Ebene, also vorne, etwas einkleben. Dann klebe ich die beiden Bänder fest und über die kommt auch etwas Leim. Immer den Buchblock festhalten. Die Garze runterdrücken und jetzt leime ich den ganzen Rest vom Blatt. Immer von innen nach außen. Andere Bewegungen würden das sofort hochnehmen und verknittern. Also immer von innen nach außen. Ansonsten hüpft einem das Papier entgegen. Also immer von innen nach außen, bis alles gleichmäßig bestrichen ist. Und als letztes gebe ich noch Kleber auf die Garze. Recht viel Kleber, weil das ist neben den Heftbändern das, was das am Deckel festhält dann. Aber nicht so viel, dass es schwimmt, weil sonst wälzt sich das Papier nachher. Aber doch ordentlich viel. Das braucht ein bisschen Erfahrung, um rauszufinden, wie viel genau. So. Hauptsache gut verstrichen. So. Vorsichtig das Papier weg. Und allen Kleber von dem Finger entfernen, das man noch dran hat. Sonst hat man das auf dem Einband und wie ich schon oft gesagt habe, das sieht dann sehr hässlich aus und man kriegt es nicht mehr weg. So, jetzt vorsichtig den Deckel hochnehmen, aber unter Zug den Deckel rüberklappen. Nochmal schauen, dass alles symmetrisch ist und dann runterfallen lassen. Und jetzt festdrücken. Wie gesagt, der Buchrücken hinten muss immer noch anliegen. Wenn das jetzt nicht geklappt hat, kann man kaum mehr was korrigieren. Backpapier. Aufklapp machen. Backpapier reinlegen. Sieht in dem Fall sehr gut aus. Hinlegen.
Falzbein und wieder alles festreiben. Die Ränder innen drin und dann innen an der Stelle, wo die Garze und das Band verklebt ist, sehr gut andrücken und reiben. Reiben, reiben, reiben. So. Und jetzt ist dann hoffentlich alles fest. Okay. Besser zu viel reiben als zu wenig. Und jetzt ist diese Hälfte fertig. Inzwischen darf man das natürlich verrutschen, weil es festgeklebt ist. Und man macht jetzt genau dasselbe auf der anderen Seite. Und wieder, wenn es gut anlegt, kann man es jetzt einfach runterfallen lassen und es wird genau richtig ausgerichtet sein. Und wieder alles festkleben. Backpapier nicht vergessen. Erst innen, die Bänder, der Rest vom Papier, immer von innen nach außen und die Garze. So. Gut. Jetzt Kleber von den Händen entfernen. Und wenn man jetzt den Einband rumnimmt, wieder, der Buchrücken muss anliegen am Block. Links und rechts noch einmal kontrollieren vorne, dass richtig alles unter Zug ist und dann den Deckel runterfallen lassen und festdrücken. Und wieder festreiben. Innen, außen, in der Mitte. Gut. Und jetzt ist das Buch fertig. Drinnen ist es noch etwas, geht's auseinander. Deshalb brauchen wir jetzt die Buchpresse nochmal, um es einzuspannen. Das hat noch einen anderen Grund, weil wir haben jetzt sehr viel Kleber verwendet und an unterschiedlichen Stellen aufgebracht. Das kann jetzt dann sein, dass es sich zu Wellen anfängt, wenn es trocknet, weil es unter Zug gerät. Und um das zu verhindern, braucht man auch die Buchpresse wieder. Damit es erstmal antrocknet, wenn es ganz gleichmäßig unter Druck steht. Da bleibt das nachher, ich lasse es in der Regel so eine halbe Stunde drin. Und dann sollte es nachher nicht mehr auseinandergehen. Sehr fest drehen, also ruhig so fest, wie es geht. Und wenn es getrocknet ist, schauen wir uns das Endergebnis an. So ist das Buch, so soll das Buch auch sein. Beide Seiten sind in Ordnung. Das Einmerker ist auch gut. Und jetzt nochmal sauber trocknen lassen. In Ruhe.